Sahnesoße und Nudeln. Ja. Ja. Ja, aber das finde ich immer sehr, sehr lecker. Und die Soße eigentlich auch. Halt nur Paprika war halt nicht so. Ja, aber ich finde, also so eine Paprikasoße, also die kam sogar sehr nah an das ran, was ich so schon mal gegessen habe in der Richtung. Könnte ich mal ein bisschen Licht hier machen. Ja, voll langsam viel Licht. Das macht voll viel Licht. Ich kann ja auch hier hinter. So, hier ist mehr Licht. Ja. Ja. Also hier drin hat sich ja überhaupt nichts verändert. Oh. So. Ich hab's geschafft, Miss Layton. Ich habe endlich die Gressenheller Universität so richtig betreten. Und zwar nicht durch ein Fenster, sondern durch den Haupteingang. Entschuldige, dass ich deine Begeisterung nicht angemessen teile, Ernest. Komm mal zu Doktor. Ja. Ah, mein 3DS! Alles gut, er lebt. Es tut mir leid, ich bin tollpatschig. Okay, warte mal. Dann mal auf zu Dr. Umstapaya, ja? Und surf die Zeit davon. Da hinten ist sie, hinterher. Hey, sie beide. Hey, Junge. Hey, Junge. Und hey, Mädchen. Und, also, hey, ihr beide. Oh nein, der schon wieder. Wie bitte? Der? Was ist denn das für ein Umgangston? Für sie immer noch Inspektor Gumshoe, Hastings. Junge. Hallo Inspektor, Sie müssen nämlich gleich so schreien. Ist das da Ihre Katze draußen? Sind Sie deswegen hier? Ist sie Ihnen entlaufen? Wie bitte? Machen Sie hier Witze, Miss? Ich ermittle in dem Fall, wie Sie nur zu gut wissen, in genau dem und keinem anderen. Ja, natürlich, Dr. Ums gestohlene Forschungsunterlagen. Haben Sie schon neue Informationen? Nein, wir haben noch keine Spuren. Wir haben gerade... Moment mal! Nimm das! Warum erzähle ich Ihnen denn überhaupt etwas davon? Halten Sie Ihre Nase aus den Angelegenheiten der Polizei raus! Tja, ich dachte schon einen Augenblick, ich hätte Sie am Haken. Meinen Sie wirklich, ich falle auf einen derart billigen Trick rein? Nie im Leben! Habe ich Ihnen nicht gesagt, Sie sollen wieder zum Yard kommen? Was meinen Sie denn, machen Sie denn bitte hier? Wir sind denn auch in diesem Fall? Ich dachte, ich konnte Ernest Unschuld beweisen. Ha, wie wollen Sie das denn machen? Der Typ ist schuldig. Unschuld? Na dann mal viel Glück. Der Bursche hier ist unser Hauptverdächtiger. Und jetzt ist er auch noch durch den hauptverdächtigen Eingang gekommen. Von vorne. Aber ich war es doch wirklich nicht. Tja, wenn Sie Hauptverdächtiger sind, ist das völlig egal. Vor allem hier in Großbritannien. Ich weiß, das hätte ich nicht sagen sollen. Ich halte mich aus sowas raus. Hören Sie endlich auf, sich so zu verstellen, mein Junge. Wum hat persönlich ausgesagt, dass er sich sicher ist, dass Sie es waren. Was? Sie sind der einzig mögliche Täter. Das war bestimmt Wum selber. Dr. Wum? Er hält mich auch für schuldig? Auf jeden Fall ist das Labor des Professors tabu, hören Sie? Von jetzt an geht da niemand mehr ohne meine Erlaubnis rein. Das, aber Inspektor... Wir wollen doch unser Pokémon. Wie sollen wir das kriegen, wenn wir nicht ins Labor des Professors können? Wir warten, bis er draußen in einer Feldstudie ist und von einem Pokémon angegriffen wird. Und dann retten wir ihn. Ja. Mhm. Mhm. Und dann kriegen wir eins oder von wir ihm. Klettern durchs Fenster. Ja, das geht auch. So können wir doch nicht Spuren verwischen. Tick, tick. Gut. Gut, freut mich, dass wir uns da verstehen. Und jetzt verschwinden Sie. Das klingt gemein. Eigentlich, er hat ja gesagt, betreten Sie nicht hereinfallen. Ja, eben, und deswegen wird das passieren, ja. Mhm. Nee, auf jeden Fall, weißt du, und jetzt verschwinden Sie, wie war denn das nochmal? Oh, ich war ja gestern Eis holen. Ja. Und, da war so eine lange Schlange, von der ich nicht wusste, dass ich mich gar nicht hätte anstellen müssen. Mhm. Das wusstest du, oder? Ich hab's vergessen in der Zwischenzeit. Nee, jedenfalls, ich habe mich da angestellt und die war halt auch so breit, dass man kaum noch die Straße lang, hier diesen Fußgängerweg lang gehen konnte.
Und wie war das mal? Da kam dann so eine vorbei, so bei den Leuten vor mir, und hat halt zu einem gesagt, gehen Sie mir mal auf den Weg, bitte. Oder so. Hm. Also das bitte so am Ende noch, aber so erstmal so. Verzieh dich. Bitte. Bitte. Verzieh dich mal, bitte. Schleich dich. Hm. Nee, also ich weiß leider nicht mehr den genauen Wortlaut, aber die haben dann auch so geguckt. Ey, was war das denn jetzt? War aber lustig. Na gut, weiter. Dann müssen wir wohl einfach aufgeben. Und Drowrig, keine spontanen Ausflüge, verstanden? Wir werden Sie bald wieder im Yard sprechen wollen. Könnte ich da wohl bitte etwas klarstellen, Inspektor? Sie sagten doch, dass niemand mehr ohne Erlaubnis ins Labor kommt, richtig? Also komm an mit einer Erlaubnis ins Labor. Oh. Ja, natürlich, aber der Hauptverdächtige und Angehörige der Öffentlichkeit, die nichts mit dem Fall zu tun haben, also Sie, werden garantiert keine bekommen. Ich habe hier das Sagen, also ist mein Wort Gesetz und ich erlasse, hübsche Studentinnen haben sich bei mir einzufinden. Oh, übrigens, eine Sache, die betroffene Person wahrscheinlich gar nicht, gerade hören können wird. Alles Gute zum Geburtstag an Flippy. Das wurde mir heute in Skype angezeigt, also gehe ich davon aus, dass es stimmt. Alles Gute. Ja, und viel Gesundheit, Liebe, Grüße, überall Glück und so, was man so wünscht. Ja. Happy, happy birthday, the song is just for you. Nein, da fange ich jetzt nicht ganz mit, also es dauert ein bisschen. Heute ist dein alberner Geburtstag. Alles Gute, Mann, bist du schon alt? Das ist aus irgendeiner Folge der Rosarote Panther aus diesem Cartoon. Ich kenne den Rosaroten Panther. Fand ich gut. Kennst du auch echt noch das Lied? Das war. Ja? Nee, ich meine jetzt das, was ich gerade angestimmt habe. Oh, ich habe einen Steam-Key zu verteilen. Das muss ich dann nachmachen. Ja. Nee, aber das war dann auch so zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe. Dieser eine Studentenfreund, wo wir immer hinfahren, öfters mal zu Weihnachten und so. Studentenfreund? Studiert er? Oder war der mal? Der war mal Student. Mhm. Und da wart ihr mit dem Zwilling. Ja. Und da waren wir zu Besuch. Mhm. Und die haben noch einen Kater, der auch nach draußen geht. Mhm. Ja, irgendwo vor so. Ja. Ja. Und die haben halt so einen Bewegungsmelder vor der Tür, wo also so eine Terrassentür. Und wenn der Kater kommt und den Bewegungsmelder aus ist, kommt dann die Melodie. Ja, stimmt, das hast du mal erzählt. Ja, das ist gut. Das ist gut, ja. Mhm. Vor allem, wenn ihr danach halt auch da reinkommt. Ja, eben. Ist das nicht, haben die nicht auch in so einem Dings verwendet? In irgendeiner Zoo-Sendung? Show? Also sowas, wo sie immer darüber berichten, wie es im Zoo abgeht? Ich weiß aber nicht, in welchem. Okay. Ja, okay. Ja. Ja. Gut, einverstanden, danke. Dann komm mal mit, Ernest. Wo gehen wir denn hin, Miss? Einfach mir nach. Wolltest du nicht gerade noch durch die Vordertür? Nein. Einfach für nach. Glaub mir. Ein alleinstehende Frauenlanden lässt mich. Sich nicht von solchen Lappalien aufhalten. Uhu. Oh, na gut. Ich habe gesagt, dass ich dir vertraue, also. Ich dachte, dass die Anwesenheit von Inspektor Hastings unsere Ermittlungen ein für alle Mal zum Erliegen gebracht hätte. Doch Miss Layton gab nicht auf. Sie hatte offenbar einen Plan. Wahrscheinlich zum Dekan gehen. Zu Dämona? Ja. Ah, und Erlaubnis erfragen, ja. Mhm. Ich beschloss erneut, auf sie zu vertrauen und folgte ihr. Campusgelände, ja, das könnte. Achso, wir müssen nach draußen. Ja. Ich hab erstmal hier drin geguckt. Achso, da waren ja noch Sachen. Ja. Oh, Entschuldigung, dann gehen wir. Ich hab Rätsel! Durchlesen, dann komme ich zu dem Rätsel okay. Und. Okay. Was hast du gesagt? Wir brauchen eine Erlaubnis, um das Labor zu betreten.
Wie ist der Zufall will, wollte ich mich heute hier mit jemandem treffen, der uns in dieser Hinsicht hilfreich sein könnte. Er wird uns sicher ins Labor lassen. Wirklich? Ich dachte, Inspektor Hastings hat hier das Sagen. Das Problem ist nur, wo wir ihn finden. Vielleicht sollten wir diesen Polizisten da drüben fragen, ob er ihn gesehen hat. Oder wir lassen's. Gut, machen wir das nicht. Ja. Denn wir noch gehen... Nicht. Nee, ich will keinen Cockbooker jetzt. So, ich stell schon mal um, damit ich sehen kann, ob du auch irgendwas machst, während ich... Wie Mathe nicht? Das pH-Problem! Du bist gemein. Du bist gemein. Aber wenn Jan das jetzt sehen du könnte... Du bist gemein. Okay. Er ist da. Jan ist... Ja! Jan, das pH-Problem. Ja, auch. Aber nicht erzählen. Treppe. Wo hier? Da. Irgendwo. Da. Ja. Nein. Seite links bei der Pintafel. Da? Ja. Keine Sorge. Also ich werde nicht gemein. Ausplaudern, was es mit dem pH-Problem auf sich hat. Das ist gemein. Ein Rätsel. Ein Rätsel am schwarzen Brett. Trypisch, Klassenhelle. Trypisch? Typisch. Dann ist das wohl ein Studentenrätsel, nicht wahr? Vielleicht sollte ich ja versuchen, es zu lösen. Okay. Okay, jetzt kommt Rätsel Nummer 134. Den Titel haben wir schon gesagt. Oh. Soll ich vorlesen, oder? Mir ist egal. Ich mache. Der pH-Wert ist ein Maß für den basischen oder sauren Charakter einer Lösung. Je niedriger der pH-Wert, desto saurer ist etwas. Zum Beispiel beschreibt ein pH-Wert von 3 etwas Saures, wohingegen einer von 10 etwas Basisches beschreibt. Was bedeutet aber pH 0 plus 0? Die Lösung ist ein Wort und es ist nicht Säure. Ich hab's, glaube ich. Wenn du was hast, dann wollen wir gleichzeitig oder nicht? Ja, also ich glaube. Bin mir nicht sicher. Also wollen wir es beide eingeben? Ja, und also wir geben einfach mal beide was ein. Ja. Wollen wir dann machen, wenn es beides richtig ist, kriegen wir beide einen Punkt oder? Ja. Gut. Hey, ich bin noch nicht fertig. Ja, ist ja egal. Ich bin nicht so schnell mit sowas. Okay. Ja. Zum Glück. Gut, es hat also nichts mit pH-Wert zu tun. Gut. Ich hatte pH-Werte nur in einer Stunde. So, und jetzt die Frage an die... Wollen wir mal an die Runde fragen? Nein, wieso? Ich werde nicht auflösen, was deine Antwort war, aber... Nee, trotzdem nicht. Oh Mann, ich wüsste gerne, ob die anderen sich auch so anstellen. Okay, dann nicht. Weil ich würde schon gern wissen, ob Leute da schätzen, was Leute da schätzen, wenn man fragt, was der pH-Wert davon ist. Daneben nicht. Oh Mann. Bisschen kinderfreundlich. Na, jetzt hast du es provoziert. Jetzt außerdem, wir sind nicht kinderfreundlich. Na, jetzt hast du es provoziert, jetzt sag auch. Okay, also, sauer macht lustig. Die Lösung war Foto. So, jetzt habe ich es gesagt. Außerdem, googeln ist... Nee, die können ja googeln, das ist ja unfair. Ja. Deswegen kann man ja nicht... Man kann es ja nicht irgendwie überprüfen. Also machen wir es nicht. Ja. Ja, müssen wir leider. Ich werde irgendwann mal vielleicht das erzählen, worum es überhaupt dabei ging. So, wieder zurück auf das Fenster. Oh, ich könnte mal hier den... Ich könnte mal meine Webcam ein bisschen einstellen. Ich muss hier mal kurz durchpacken, weil ich muss ja noch nach außen und das Gespräch nach unten. Richtig, und ich werde mal dabei sehen, dass ich meine Webcam in eine schönere Farbgestaltung bringe. Ja, ein bisschen besserer Weißabgleich schon mal. Ja, ein bisschen Farbintensität weg. Kontrast könnte mich... Ja, das... Ich glaube, das ist ein bisschen angenehmer. Gerade. So. Auf jeden Fall, das pH-Problem ist gelöst. Und wir haben sozusagen das jeder... Auf den Chat. Ja. So.
Auf jeden Fall. Ach genau. Übrigens, unser Stand jetzt, unser letzter war 73-71. Das heißt, wir haben jetzt 74-72. Ja. Gut. Ja. Ich merke mir das doch nie. Ich schreibe mir das auf. Huchi. Ich bin nicht mehr so orange, ja. Stimmt. Ist orange gut oder schlecht? Nee, orange ist schlecht. Das Licht ist halt so warm hier. Ja. Was ich aber auch einfach mag. Warmes Licht? Mhm. Ja.